Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Video der LED-Lampe LT-T10, LED-Desk-Lampe von Auke. Auke? Da? Ich wollte ja eigentlich ein Video zu allen Produkten machen, die sie mir geschickt haben, netterweise. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt lieber mal einzelne Videos. Dann braucht ihr da nicht hin und her seppen und macht sich denn halt definitiv besser. Ich habe das jetzt schon mal aufgemacht. So, dann haben wir hier Styropor drinne. So, dann haben wir hier das drinne. Haben wir den Stromkabel drin. Die Lampe an sich haben wir drin. Und da unten ist nichts weiter drin. Da bin ich echt gespannt, weil die sah auf den Bildern, sah die echt toll aus. Und der Dani von Dani zeigt, der hatte auch schon mal so eine Lampe und war damit sehr zufrieden. Ich weiß aber nicht, ob die auch von Okay war. Und ich dachte jetzt, für meinen Arbeitsplatz wäre das jetzt wirklich ideal, mal so eine Lampe mir hier anzuschaffen. Beziehungsweise, ich habe sie ja netterweise bekommen. Aber ich habe ja mit so einem Lampen schon geliebäugelt, aber ich wusste halt nicht, welche ich holen soll am besten. Aber da war diese Lampe auch mit bei. Ist auch sehr gut verpackt. Überall ist diese Folie drauf. Die ist im Klavierlack gehalten. Im schwarzen Klavierlack. Sieht so vom Optischen, macht sie jetzt schon auf mich jetzt schon mal einen guten Eindruck. Wir gucken uns die auch gleich mal an. Ich mache jetzt hier nur erstmal den Stromkabel noch ab. Der ist auch recht lang. Jetzt werde ich den auch gleich mal anstöpseln. So, passt das auch. Müsste ich vielleicht doch mal andersrum machen. So. Könnte rein theoretisch. Ja, passt. Passt. Oh, wir haben hinten so ja einen USB-Anschluss zum Laden. Ich muss jetzt nur noch schnell meine weiße Fernbedienung finden für Strom. Die, genau, die. So, jetzt ist es an. Jetzt leuchtet hier auch schon der Mond. So, ich werde mal so machen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So, und dann gucken wir uns die Lampe nämlich nachher dann im Detail mal ganz genau an. Also hier leuchtet jetzt der Mond. Jetzt leuchtet der Mond nicht mehr. Das heißt bestimmt, dass die dann angeht, wenn es dunkel wird. So, an. Aus. Ah, hier können wir auch eine Zeit einstellen. Also jetzt nicht, aber wenn sie an ist, können wir eine Zeit einstellen, bis die dann ausgeht. Und jetzt machen wir die mal hier richtig schön hell. Wie gesagt, wir haben hier keine Tasten, das ist alles nur touchmäßig, das ist richtig cool. So, schön hoch, und wenn ich jetzt kleiner haben will, so. Ich finde so eine Spielerei toll. Machen wir aber wieder aus, um uns die Lampe mal genauer anzugucken. So, wir haben jetzt hier oben die LEDs, ich mache nochmal an, dass ihr das seht, das ist wirklich über das ganze Stück. So, seht ihr die über das ganze Stück hier die LED-Beleuchtung? Hier hinten ist es dann so ein bisschen gebogen. Wir können das dann, um Platz zu sparen, so einklappen und nach unten. Gut, jetzt habe ich aus Versehen einen Knopf gedrückt. So, dann können wir das wieder aufmachen. So, wir können das, wie weit können wir das machen? Bis so weit? Also weiter geht es nicht, dann stoppt es. Hier geht es auch nicht weiter, also das ist das meiste an Ausfahren. So. Ich finde das toll. Dann kann ich das schön so machen und habe mein Laptop, meinen Arbeitsplatz schön beleuchtet. Im Kreis funktioniert es nicht. Wir könnten nur so etwa so einen Halbkreis
rummachen, also nicht weit. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Dann haben wir hier unten, steht dann praktisch, ich mache mal so, dass ihr das seht. So, hier steht dann OK. Und wie ihr seht, das ist wirklich Klavierlack. Und hier sind dann die sensiblen Tasten. Da an, aus, die Uhr, müssen wir da machen, so. Da seht ihr so, ja, dass es so ein bisschen leuchtet. Ah, hier können wir die Farbe so ja ändern. Das ist geil. Das muss ich euch auch nochmal zeigen. So, das mal. Ich mach mal so höher. So. Ist jetzt ein bisschen grell, ich weiß. Ich ändere jetzt einfach mal hier die Farbe. Seht, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf der Kamera so seht. Jetzt hat es einen angenehmen, ja, ein bisschen Gelbstich, oder Schatzi? Ja, ein bisschen Gelbstich. Ist nicht mehr so weiß. Jetzt ist es noch mehr gelb. Jetzt ist sie wieder so weiß-bläulich und jetzt, so, machen wir mal auf weiß-bläulich. Mal gucken, vielleicht seht ihr das ja auf der Entfernung vielleicht ein bisschen besser, wenn ich da rauszoome. So, ich mache das jetzt nochmal. Ein bisschen seht ihr, glaube ich. So, die hat es jetzt ganz gelb. Nee, noch ein bisschen mehr. So ist sehr angenehm, finde ich. Und jetzt ist sie wieder blau. Machen wir wieder aus. So, also das finde ich sehr angenehm. Auch hier ist alles in Klavieroptik, Klavierlack gehalten. Ja, machen wir mal den Stromkabel raus. Auch auf der Rückseite. Hier ist es bestimmt verschraubt. Da haben sie dann so Gumminoppen drüber geklatscht. Und hier hinten haben wir so ja nochmal einen USB-Anschluss. USB-Out 5V-1A, also mit 1 Ampere, können wir dann praktisch eine E-Zigarette, ein Handy, ein iPhone, was weiß ich, PlayStation-Controller, können wir alles damit dann laden. Da spare ich mir eh einen Adapter, da werde ich dann meine PlayStation-Controller draufklatschen, dran klatschen hinten. Spare ich mir eh einen Adapter hinten. Also ich finde die Lampe so vom Optischen, finde ich, du, oh, war schon, ja, Schatzi nickt hier, finde ich die jetzt vom Optischen, finde ich die sehr schön. Und ich finde vor allen Dingen toll, dass man das Licht so dimmen kann, wie man es hier machen kann, mit diesem Fingerswitch, finde ich toll, so kleine Spielerei. Und auch mit diesem Umschalten von diesem normalen, krass blau-weiß Licht in so mit leichten Gelb, mehr Gelb, bis es eher überwiegend so wie eine normale Birne aussieht. Finde ich sehr entspannt auch für die Augen, weil dieses weiß-blaue Licht ist mal okay, mal schön, aber auf Dauer ist es, macht es Kopfschmerzen, das ist dann nicht so schön für die Augen, finde ich. Aber das sieht ja jeder anders. Dann haben wir hier noch eine Registrierungskarte von OK mit bei. So. Und wir haben hier natürlich noch ein User Manual, also eine Bedienungsanleitung. Hier steht auch nochmal 90 Grad, also der Arm geht 90 Grad, dieser Arm 135 Grad und hier oben können wir auch, ach, das habe ich ja nicht gesehen, das können wir auch drehen, 180 Grad. So. USB-Port, 10 Volt, 1,2 Ampere hat die Lampe, 12 Watt hat sie, also 12 Watt gibt sie aus, 1,15 Kilo wiegt sie. Hier so nochmal alles aufgezeichnet, was mit bei ist. Sogar die Anleitung, muss ich mal positiv anmerken, die ist sogar in Deutsch. Das ist ja nun mal sehr selten heutzutage, dass die Anleitung dann auch in Deutsch ist, weil meistens ist sie dann in irgendwelchen Sprachen, die kein Schwein kennt oder kann. Sollte dann vielleicht mal eine Sprache sein, die man kann, aber ist dann meistens immer sehr schlecht übersetzt. Aber hier komplett Deutsch. So, dann packen wir das mal weg. Ja, dann wartet auch jetzt erstmal für die Lampe. Ich packe die euch, wie gesagt, unten runter. Achso, unten kann ich euch auch nochmal zeigen. So. Selbst unten ist Klavierlack. Ja, und dann haben wir dann hier die vier Standfüße aus Gummi, was dann natürlich wieder sehr
standfest macht. Also ich bin begeistert. Ich bin sehr, sehr begeistert. Also mir fällt die sehr gut. Sie ist toll. Ja, das war jetzt auch soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, euch die Fragen zu beantworten. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.